So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Mass Effect. Ich habe wieder hier in die Stelle gespielt. Gott. Ja. Puh. Aber geht, ich habe diesmal alle meine Kameraden überleben. Diese Husks. Ja, die sehen ja aus wie Husks. Und mich mindestens genauso nervig. Please, was ist denn hier los? Lehrer ist gestorben, ist überhaupt nicht gut. Einigkeit. Nutzt dein. Ich weiß nicht, warum immer so eine nur Verzögerung drin ist beim Benutzen eines Medigels, aber. Naja. So, geht doch. So, jetzt müsste noch mal ein Asari-Klon kommen. Ja, da ist sie auch schon. Nein! Da auf sie, ja, danke schön. Okay, wo sind meine Kameraden alle hin? Okay. Oh. Mich runtergeworfen. Niedergeschmettert. Juhu, Stufe aufgestiegen. Moment, Garrus ist gar nicht mit hoch. Kein Bock. Garrus hat keinen Bock mehr, sich verprügeln zu lassen. Garrus hin. Da ist er ja endlich. Was ist los, Garrus? Kein Bock mehr, oder was? Beweg dich. Oh, shit. Uah. Pisst euch. Fuck. Shit. Hoch mit dir. Oh. Oh, wir sind im Korridor, da kann ich dann arbeiten hier. Schilde deaktiviert. Ja. Java. Ups. Diese Kämpfe hier auf diesen engen Gebieten, das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Okay. Vor allem, wenn die Teamkameraden nicht mal ihren Hintern bewegen und sich in Sicherheit begeben, dann ist das schon echt nervig. Oh, schon wieder so ein Asari-Klon, gibt's ja gar nicht. Verpiss dich. So. Wieso greifen die eigentlich nur mich an? Rennen wir nur auf mich zu? Was zur Hölle?
Okay. Dumme Überhitzung, los. Schieß. Okay. Toriana ist wahrscheinlich jetzt tot. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Ich kam in diese Welt, weil ich auf der Suche nach dem Toriana war. Saren brauchte sein Wissen und er brauchte meine biotischen Fähigkeiten, um mit ihm zu kommunizieren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Toriana zu stärken. Warum versuchten die Getan, den Toriana zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Toriana nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Toriana an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Toriana war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Okay, also war der Toriana lange vor den Proteanern hier. Wow, das ist Teil schon uralt. Wir haben eine uralte Spezies ausgerottet gerade. Das, ja. Dann hat der Toriana Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Torianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden. Es existiert einfach. Sie die Vorlage für die Azari-Klone, die der Toriana letzte Zeit ausgespuckt hat? Weil sie sieht genauso aus, bloß nicht grün natürlich, aber so vom Gesicht her. Obwohl ich finde, dass alle Azari irgendwie, alle weiblichen Azari irgendwie gleich aussehen. Moment, Azari sind ja sowieso immer weiblich, aber okay. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit.
Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Wissen Sie, was die Röhre ist oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Und was immer es ist, wir dürfen nicht zulassen, dass er es bekommt. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden Ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass Sie sie vor Saren finden. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast zwei Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir. Soll ich mit ihr machen? Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Nicht, dass sie indoktriniert ist und immer noch irgendwie, weiß nicht. Wir können nicht jeden töten, wir haben ja schon die eine getötet, einfach so. Aus Hass. Auch eine Asari, aber... Shiala, Ach, ich will nicht so sein. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal ihnen immer gewogen sein. Ich traue ihr trotzdem irgendwie nicht, aber okay. Sie haben es wenigstens versucht und einige gerettet. Das ist mehr, als den meisten gelungen wäre. Trotzdem, vielen Dank. Wir fangen von vorne. Proplerino. Danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Danke nochmals. Wir fangen neu an. Was sollen wir... Okay, und nun? Ich werde hier bleiben, bis der Letzte ihrer Art fort ist. Ich schäme mich für das, was hier passiert ist. Ich glaube, das haben wir alle schon gefragt. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Okay. Flüchtlinge. Können wir jetzt einfach wieder zurück?
Auf die Normandy oder müssen wir noch was machen? Die Rohre finden. Ja, Was ist nicht, ehrlich gesagt? Danke. Gavin Hosswittl. Wir sind jetzt in Sue's Hope. Da ist die Normandy. Ich denke, wir müssen nochmal wieder zurück. Nochmals. Ich gehe jetzt aber wieder zurück zur Normandy. Ich hoffe, dieser Asari macht keinen Quatsch. Machen wir uns wieder auf den Weg zurück zu unser Schiff, zu unserer Crew. Shepard und seine Crew. So. Bin ich mal gespannt, was wir als nächstes machen werden. Ob wir irgendwas berichten können. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Es braucht nur eine Weile, bis die Dechiffrierung wirkt. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Eine Nachricht, die durch das Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber die Warnung kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder, Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat alarmieren. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Okay. Also, auf nach Eilos.
sollen die Röhre sein? Stütten Sie einen Radbericht. Will ich das? Muss ich ja noch hier drin bleiben? Muss ich erst zur Konsole? Muss wahrscheinlich erst hier dran. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Okay.